hier. Bitte? Jena in der Die Anklage lautet auf Mord. Der Angeklagte soll heimtückisch im Jahr 1944 einen Mann in den Niederlanden erschossen haben, der Kontakte zum holländischen Widerstand gehabt haben soll. Der Angeklagte ist verhandlungsfähig. Die Kammer hat ein medizinisches Sachverständigengutachten eingeholt, das besagt, dass er täglich bis zu 3 Stunden verhandlungsfähig ist. Er freut sich für sein Alter guter Gesundheit. Insofern steht in der Hinsicht der Verhandlung nichts im Wege. Zur Sache werde ich hier mit Sicherheit keine Angaben machen, weil unsere Taktik derzeit auf jeden Fall die ist, dass wir zur Sache schweigen werden. Mein Mandant wird also nur Sachen zur Person erstmal aussagen und dann werden wir erstmal abwarten, was da auf uns zukommt, was da an Beweisen kommt. Das heißt nicht, dass man nicht im Laufe des Prozesses vielleicht umschwenken könnte. Ja, also er ist nervös, mit Sicherheit ist er nervös, mit 92 Jahren und er hat die ganze Sache ja schon mal in den 70er Jahren hinter sich gebracht und hat natürlich befürchtet, dass er dann möglicherweise auch irgendwann mal wieder inhaftiert werden könnte und das macht ihn natürlich nervös und also seitdem ich ihn also kenne, hat er schon gesundheitlich nachgelassen, das muss man sagen.